Ich bin der Pfarrer Berthold Eisele aus Stuttgart und ich erzähle dir was über Pfingsten. Der Rabbi Idenbaum hat in der letzten Episode einiges über Schavuot erzählt. Kannst dir ruhig einmal angucken. Das schadet nichts. Jetzt geht's los. Genau 50 Tage nach Ostern feiern die Christen Pfingsten. Im Griechischen heißt es Pentecosti. Und im Mittelhochdeutschen hat man Pfingsten gesagt. Da kann man noch raushorchen. Der 50. Pfingsten. Man feiert halt immer am 50. Tag nach Ostern. Und jetzt liest der Checkbox mal bitte was aus der Bibel vor. Da steht was drin über Pfingsten. Bitte Apostelgeschichte, Kapitel 2, ab Vers 1. Zum Beginn des jüdischen Erntedankfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen, wie von einem gewaltigen Sturm, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden, jeder so, wie der Geist es ihm eingab. In Jerusalem hatten sich viele fromme Juden aus aller Welt niedergelassen. Als sie das Brausen hörten, liefen sie von allen Seiten herbei. Fassungslos hörte jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Sie riefen außer sich: Wie ist das möglich? Alle diese Leute sind doch aus Galiläa und nun hören wir sie in unserer Muttersprache reden. Ganz gleich, ob wir Parther, Meder oder Elamiter sind. Andere von uns kommen aus Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asia, aus Phrygien, Pamphylien und aus Ägypten, aus der Gegend von Kyrene in Libyen und selbst aus Rom. Wir sind Juden oder Anhänger des jüdischen Glaubens, Kreter und Araber. Doch jeder von uns hört diese Menschen in seiner eigenen Sprache von Gottes großen Taten reden. Dank dir, Checkbox. Ist das nicht super? Da haben alle 12 Jünger von Jesus und noch viele andere sich getroffen, wie alle gläubigen Juden zu Schavuot zum Erntedank. Ha, den Apostel ist dort sozusagen ein Licht aufgegangen. Sie waren Feuer und Flamme für die neue Aufgabe, nämlich alle andere Leute zum Erzählen, was sie mit Jesus erlebt haben. Vom Petrus, dem einen besonderen Jünger von Jesus, erzählt die Bibel viel. Der steht auf und sagt den Leuten, sie sollen Buße tun, also ihre Sünden bekennen und bereuen, dann sich taufen lassen. Das gilt heute auch noch. Sogar Jesus ließ sich taufen und bei ihm kam der Heilige Geist vom Himmel runter wie eine Taube. Und auch wir dürfen der Heilige Geist empfangen. Der hilft nämlich beim Erzählen und beim Begreifen und beim Beten. Man sagt, der Heilige Geist ist ein Helfer, ein Ratgeber, ein Freund. Jesus ist ja nicht mehr da auf der Erde, aber er hat uns sein Helfer da lassen. So sind wir nie allein. Der Rabbi Idenbaum, das ist ein jüdischer Prediger, der kennt sich voll aus im Alten Testament. Testament heißt Bund. Und ich kenne mich super aus im Neuen Testament. Das heißt logischerweise Neuer Bund. Jeder kann wählen, welchen Bund er will. In beidem sollte man sich halt ein bisschen auskennen, sonst kann man ja nicht wählen. Man sollte was drüber lernen. Und das machen wir auf diesem Kanal hier. Wir lernen mit Spaß. Machst du auch mit? Dann drück mal auf Abonnieren. Übrigens habe ich schon gewählt. Ich fände der neue Bund besser.
Und warum? Wegen Jesus und wegen dem Heiligen Geist. Die beiden treten erst so richtig in Erscheinung im Neuen Testament. Der Heilige Geist kann übrigens jeder haben, der es will. Man muss bloß zum Himmel noch fragen. So, und das war's für heute von mir. Sholem Aleichem. Sholem Aleichem. Sholem Aleichem. Sholem Aleichem ist Jiddisch für Friede sei mit euch. Entgegnet wird darauf Aleichem Sholem.